Okay, Ladies and Gentlemen der verschwitzten Unterhaltung. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Und zwar heute vom lieben Marvin. Gefälschter Impfpass. Das Geschäft mit der Angst. Schauen wir mal rein, mal gucken, was abgeht. Und es war früher oder später klar, dass sowas passiert, dass man sich Impfpässe gefälscht kaufen kann. Aber wollen wir mal gucken, wie leicht es wirklich ist, daran zu kommen. Hallo, da bin ich wieder. Aktuell lese ich ja überall nur noch Impfen, Impfen, Impfen. Und da gibt es zwei Lager, die einen, die sich impfen lassen, so wie ich habe bald meinen Termin und freue mich drauf, und diejenigen, die so ein bisschen Angst davor haben und erstmal ein paar Monate abwarten wollen. Ja, zu zweiterem gehöre ich, aber ich will wieder ins Fitnessstudio gehen und dazu brauche ich leider, muss ich leider geimpft sein. Denn wenn ich zwei, dreimal die Woche hingehen will, hey, einmal ist so ein PCR-Test gratis. Aber bei zwei bis dreimal die Woche zahle ich im Monat 32, 64 Euro. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen lasse ich mich auch impfen. Wobei ich echt sagen muss, das Fitnessstudio eher der Grund ist, als die Angst vor Corona, muss ich leider auch gestehen. Was ja auch völlig okay ist. Aber ein Thema, was gar nicht geht, sind gefälschte Impfausweise. Und da habe ich gelesen, dass es kinderleicht sein soll, sich so ein Ding zu besorgen. Und da habe ich als Dr. Marvin Wildhage mal gedacht, das probiere ich mal aus. Es gibt tatsächlich bei Telegram einige Gruppen, die... Wenn ich schon Telegram höre, ne? Ey, Telegram hat es durch die ganzen Verschwörungstheoretiker so geschafft, von mir einfach gehasst zu werden, dass sobald ich Telegram höre, ich einfach sauer werde. Heißen Impfpass, Impfausweis kaufen 24, Covid-19 Impfpass, Impfpass, Impfausweis Deutschlands Impfpass kaufen, Impfpässe, Rezepte, Krankmeldungen, man kann wirklich jeden Scheiß bei Telegram kaufen. Ich habe gedacht, es gibt da zwei, drei Anbieter, die man auch nur schwierig findet, aber dass es erstens so offen ist und dann noch so viele Anbieter gibt, die so professionell arbeiten, mit Stockfotos, mit Ärzten, die lächeln, Impfausweise, die ausgefüllt sind, damit habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Hat dich gewundert, dass sowas auf Telegram ist? Ich meine, auf welcher Plattform soll man denn sonst gefälschte Impfausweise kaufen? Im Darknet? Richtig. Schnee von gestern. Telegram, das ist der Place to be. Ja, wobei ich echt sagen muss, ins Datenbank reinzukommen, ist ja auch viel, viel schwieriger. Du brauchst dir erstmal ein separates Modem, dann gehst du da rein und dann wirst du sofort gestalkt von Leuten, die halt da Ahnung von haben. Da war ja auch mal ein Bericht von jemandem, der so, wie leicht kommt man ins Darknet rein? Auch eine sehr interessante Doku, beziehungsweise, ja, kann man schon Doku nennen. Super interessant. Also da reinzukommen ist wesentlich schwieriger als in so eine Telegram-Gruppe, zu 100%. Ist aber lustig, wie die heißen. Der eine heißt Impfi, der andere heißt Bestellungen Bernd. Hier haben wir noch einer, der heißt Impfboss. Was mir relativ schnell aufgefallen ist, Wow. ist, dass die klassischen Bezahlmethoden wie PayPal, Kreditkarte, Klarna, die gibt es da natürlich nicht. Bei Halunken muss auch mit Halunken-Möglichkeit bezahlt werden. Welche zum Beispiel? Naja, die wollten PaySafe-Card, Amazon-Gutschein und Bitcoin. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie McDonald's-Gutscheine annehmen. Der andere bietet neben Impfausweisen auch so Krankmeldungen für den Arbeitgeber an und auch Drogen. Das heißt, das ist halt wie so eine große Drogerie, da gibt es alles. Von Impfausweis über Krankmeldungen bis hin zu Gras und LSD. Ja, ich schreibe den einfach allen mal die gleiche Nachricht mit: Hey, habe Interesse an dem Impfausweis, ist der noch zu haben? Weil das wäre ja echt ein Knaller. Das ist ja nicht nur ein Betrug und Urkundenfälschung auf höchstem Niveau, sondern es ist auch einfach saugefährlich. Nehmen wir mal. Ja, da ist zu 100% gefährlich, weil er will es jetzt bestimmt sagen, aber stell dich mal vor, ihr habt Corona und denkt euch so, ja, aber ich will schon feiern gehen oder ich will schon ins Studio gehen. Ihr zeigt die Green Card vor und ihr habt SARS. Ist halt scheiße für alle Leute. Ja, einfach für alle Leute. Ohne Aber. Ich bin so ein Spacko mit so einem gefälschten Impfausweis. Ich renne irgendwo lang, stecke mich irgendwo an und bekomme es nicht mal mehr mit, weil ich mich nicht mehr testen lassen muss, weil ich ja diesen gefälschten Impfausweis habe. Dann gehe ich ins Restaurant, setze mich neben Oma Hilde, die ihren Erdbeerkuchen essen möchte. Die ist negativ getestet, zwar noch nicht geimpft, aber mit negativem Erdbeerkuchen. Test sitzt sie da. Und ich huste auf ihren Erdbeerkuchen drauf und dann wird sie wegen mir krank. Wusstest du, dass du die Impfausweise ohne Stempel auch bei Das wollte ich nicht. eBay kaufen kannst? Du kannst sogar 100 Stück davon bestellen. Meinst du, mein Hausarzt kauft auch bei eBay? Oh, der verkauft sogar Haarwachs, Mausefallen, Kochmesser und Impfausweise. Natürlich. Und als wir dann in Hamburg angekommen sind, war schon die erste Krass. Nachricht von einem Telegram-Verkäufer da. So sieht das Ganze aus. Vorne steht handschriftlich Chuck Norris drauf, einfach nur als Beweis, dass man das selbst ausfüllen kann. Und ich dachte so, was steht denn da auf diesem Klebchen drauf? Ich kann es ja hier nochmal einblenden. Da stand irgendein komischer Begriff drauf. Und jetzt habe ich mal einen Kumpel von mir gefragt, der sich impfen lassen hat.
und der hat genau den gleichen Aufkleber dort drauf. Das ist nämlich die BioNTech-Impfung und dementsprechend scheint das wirklich der echte Aufkleber zu sein. Ja gut, aber ein Aufkleber nachmachen ist jetzt kein großes Ding. Weil wenn du schon weißt, was drauf muss, also was draufstehen muss, kannst du es doch einfach nachmachen. Also das ist jetzt der geringste Punkt. Das heißt, ich fahre jetzt los und kaufe einen 200€ Amazon-Gutschein. Na klar, womit bezahlt man sonst bei so dubiosen Geschäften? Dann schicke ich ihm die Codes und hoffe, dass er mich nicht übers Ohr haut, sondern mir auch den Impfpass am Ende des Tages zuschickt. Wir haben jetzt hier quasi alles, was man für eine illegale Transaktion braucht. Wir haben ein Smartphone mit dem gefährlichen Gangsterboss auf der anderen Seite. Dann haben wir hier den Amazon-Gutschein und ein 2 Cent Stück, um den Code frei zu rubbeln. Könnt ihr ja alle mal ausprobieren, ob der Gutscheincode noch geht. Wenn er noch nicht eingelöst hat, könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja, ich habe dann gewartet. Und nach 3 Tagen habe ich den Telegram-Verkäufer meines Vertrauens dann nochmal fragen wollen. Problem war, Konto gelöscht, Geld weg. Und deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu einer Tankstelle, um dem zweiten Anbieter eine 100€ Paysafe-Card zu schicken. Und ich hoffe, dass ich am Ende einfach nicht 300€ minus bin und nichts habe. Aber um das zu kompensieren, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt mal meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr die kommenden Videos nicht verpasst. Und ja, um die 300€ wieder reinzubekommen, kommt jetzt mal eine Werbung. Und dann... Oh Mann. Ja, aber das Witzige ist, wenn er das für seine Videos macht, kann er das doch eigentlich auch absetzen, oder? Also theoretisch kannst du ja, also als Faustregel, du kannst alles absetzen, was für deine Arbeit wichtig ist. Und wenn ja, na gut, es ist was Illegales. Ich weiß nicht, ob er das angeben darf. Obwohl, es ist ja eigentlich nur ein Amazon-Gutschein, ne? Aber theoretisch kann er es angeben. Dann habe ich wieder mal gewartet und gewartet und gewartet. Wollte mal wieder nachfragen, aber Konto weg, Geld weg. Läuft bei mir zum zweiten Mal. Aber bei dem dritten Anbieter, bei dem hatte ich ein gutes Gefühl. Und bezahlen soll man bitte per Bitcoin, damit das Ganze auch anonym ist. Und dementsprechend habe ich jetzt hier meine Wallet bei Bitpanda aufgeladen und schicke dem 80€ als Bitcoin rüber. Der hat mir hier auch seine komische kryptische Wallet geschickt und das mache ich jetzt mal. Okay, ich bekomme jetzt hier eine Fehlermeldung. Du versuchst, deine Coins an eine hochriskante Wallet zu senden. Als reguliertes Unternehmen können wir Aktivitäten in Verbindung mit dieser Wallet nicht unterstützen. Das heißt, dieser Typ muss ja mit seiner Wallet schon so dubiose Sachen angestellt haben, dass das von Bitpanda blockiert wird. Ich habe gestern Abend nochmal versucht, Bitcoins rauszuschicken und diesmal hat es geklappt. 100€ sind versendet, aber heute Morgen habe ich eine E-Mail von Bitpanda in meinem Postfach gehabt, wo drin steht, dass auch diese 100€ zurückgeholt werden, weil dieses Konto auch dubios sein soll. Hier steht drin, dass es eventuell Betrüger sind, Kidnapper oder Leute, die Menschenhandel betreiben. Ich hoffe ehrlicherweise, dass es keine solcher Leute sind, aber gutes Sicherheitsprinzip von Bitpanda. Die 100€ kommen wieder und ich wurde nicht ein viertes Mal abgezogen. Was anderes Tolles ist heute auch passiert und zwar habe ich ein Paket bekommen. Der Postmann war da und hat mir original 100 Impfausweise gebracht. Ich frage mich wirklich, warum zur Hölle kann man die kaufen? Ich dachte eigentlich immer, dass das wirklich nur Ärzte bekommen und dass das wirklich ein regulierter Handel damit ist. Und genau diese Fragen werde ich, glaube ich, mal irgendwem stellen müssen. Das dachte ich halt auch immer, weil ich kenne das halt so. Du kriegst halt, wenn es erstmal geimpft wirst vom Arzt, kriegst du so einen Impfausweis. Und das war's dann. Den kriegt man nur von Ärzten. Weil klar, bei Amazon so kannst du alles kaufen, aber was zur Hölle soll mit dem Impfausweis? Weil wenn deiner, sag ich mal, kaputt geht, in der Mitte zerreißt, weil das ist ja auch nur ein bisschen Papier, oder wenn er mal dreckig wird, whatever, dann kannst du zu einem Arzt gehen, sagen, hey, du brauchst nur einen Impfausweis, ich glaube, das kostet auch ein kleines bisschen was, aber alle Impfungen werden halt 1:1 nachgetragen. Ja. Weil du hast ja niemals einen Impfausweis, wo allein nur Corona drin ist. Da muss ja noch mehr drin stehen, weil sonst macht es halt keinen Sinn. Sonst sieht man ja, dass es nicht echt ist. Ob es jetzt die Weltgesundheitsorganisation ist oder das Robert-Koch-Institut, ich weiß es nicht. Ich werde mich mal informieren, wer diese Dinge ausstellt und wer mir vielleicht dazu mal was sagen kann. Das würde mich echt interessieren. Ich habe eine Mail an das Bundesministerium für Gesundheit geschrieben und mal nachgefragt, warum man diese Blanko-Impfausweise frei im Internet kaufen kann. Denn genau daraus machen ja Gangster gefälschte Impfausweise mit Unterschrift und Stempel. Und ich habe auch noch weitere Fragen gestellt. In der E-Mail steht drin, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Marvin Wildhage und ich bin freier Journalist aus Berlin. Das zieht eigentlich immer. Und ich habe gefragt, wieso sind unausgefüllte Impfausweise frei im Internet käuflich?
Wurde schon vor der Pandemie die Digitalisierung von Impfausweisen angestrebt? Aktueller Stand des digitalen Impfausweises ist ja Ende Juni. Ist das machbar? Und werden bestehende Impfungen ohne vorherige Prüfung übernommen? Ich glaube natürlich nicht, dass sich Jens Spahn persönlich da mit mir hinsetzt, aber zumindest würde ich mich freuen, wenn diese Fragen beantwortet werden. Und was diese Antworten sind, das sehen wir in ein paar Tagen. Ja, falls überhaupt antworten, ne? Das ist ja auch wieder so ein springender Punkt. Wobei, meint jemand antwortet auf solche Fragen? Vor allem während der Pandemie, da haben die eh viel zu tun. Ich glaube nicht, dass er da eine richtige Antwort zukriegt. Einen Tag später und ich habe schon eine Antwort vom Bundesministerium für Gesundheit erhalten. Zwar nicht von Jens Spahn selber, aber von jemandem, der in dieser Presseabteilung arbeitet. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass die E-Mail so ein bisschen ernüchternd ist, weil ich habe keine konkreten Antworten auf meine Fragen bekommen. Vielmehr hat man mir hier einen Ausschnitt von einer Pressekonferenz geschickt und mehrfach betont, dass das Ausstellen, das Kaufen und Verkaufen von gefälschten Impfausweisen strafbar ist. Aber das wusste ich natürlich auch schon vorher. Aber auf die Frage, ob die Digitalisierung von diesen Impfausweisen auch schon vor der Pandemie in Angriff genommen wurde, habe ich keine Antwort bekommen. Ja, weil es, okay, erstmal cooles Standbild und natürlich nicht, weil unsere Regierung ist leider so, die unterhalten sich noch mit Fax. Ja, Deutschland ist das am rückständigsten Land, was Digitalisierung angeht oder mit eins der rückständigsten Länder. Diese Digitalisierung, ja, sag mal so, Merkel hat nicht umsonst gesagt, Internet ist Neuland. Das hat die wirklich so gemeint, weil, ja, alte Leute, Internet, das ist halt nicht so, ne? Leider. Und währenddessen lief ja noch mein dritter Versuch, einen gefälschten Impfausweis zu bekommen. Und da habe ich dann wieder gewartet und gewartet und gewartet. Und er wurde verarscht. Mai, ein neuer Versuch. Aber eine schöne Uhr hat er. Werbung. Naja, immerhin weiß ich jetzt über die neuen Angebote Bescheid. Aber ganz ehrlich, ich habe immer so einen Aufkleber bei mir drauf, Werbung verboten. Ich hasse Werbung, egal in welcher Hinsicht, sei es jetzt YouTube, sei es Real Life. Meine Eltern haben das damals immer gehabt, weil die haben das durchgeblättert und dann den Müll eingepackt. Dafür war die Zeitung da, so kenne ich Zeitung. Mein Vater hat sich die normale Zeitung durchgelesen, beide haben dann die Werbung sich angeguckt und eingeknüllt, um den Müll einzupacken. Ich fand Werbung seit jeher immer nur nervig. Ich hasse Werbung, ey. Ab 19. Oh, da ist was. Ein zerknickter Brief. Ich habe Post bekommen und das sieht so aus, als ob das keine Werbung ist, sondern ein Impfausweis. Und ich bin direkt hierher gekommen, um ihn mit euch aufzumachen. Sieht schon offen aus. Denn ich bin echt gespannt von wem der ist, denn ich habe ja zwei Leuten Geld geschickt und bin bei beiden davon ausgegangen, dass sie mich abgezockt haben. Aber ist das wirklich ein Impfausweis? Ah, also haben die Zahlung erhalten, das Konto gelöscht, die Daten gelöscht, sich neu angemeldet, damit sie den nächsten nicht abzocken können, sondern dem das wirklich zuschicken. Also einer zumindest. Ist auch eine Art, ne? Auf den ersten Blick sieht das wie ein gewöhnlicher Impfausweis aus, aber irgendwo hier müsste ein Aufkleber und ein Stempel sein und da ist er. 29.03.21, 10.05.21. Okay, beide Impfungen. Sieht auch echt aus. Neumannstraße 6a, Berlin. Aber ganz ehrlich, ein Blanko-Ausweis. Klar, natürlich, es gibt Menschen, die lassen sich erst für Corona impfen, so Impfgegner. Aber normalerweise sehen Ausweise nicht so perfekt aus. Also wenn ich mir meinen Impfausweis angucke, der ist total, man sieht, dass der alt ist. Ganz ehrlich, man sieht es. Aber würde man das auch in die Mitte kleben? Weil wenn man das nur hat für Corona, müsste ja trotzdem das auf der ersten Seite geklebt sein. Oder nicht? Oder haben die es extra in die Mitte gemacht, dass man andere noch reinfälschen kann und zu sagen, yo, ich bin ganz normal geimpft gegen Pocken, Masern, bla bla bla. Und irgendwann in der Mitte dagegen. Weil man in Deutschland fängt man doch von links nach rechts an und nicht in der Mitte. Das, ich weiß nicht. Macht man das so? Ich glaube nicht. Laut diesem Impfausweis wurde ich am 29. März und am 10. Mai geimpft und bin angeblich durch mit meinen Impfungen. Ich frage mich wirklich,
Wer hat das ausgestellt? Woher hat er die Aufkleber von BioNTech? Und vielmehr interessiert mich die Frage, woher hat er einen Stempel von einem Doktor? Sitzt dieser Dr. Med Plate aus Berlin mit im Boot, bereichert sich daran? Weiß der überhaupt was davon oder gibt's den überhaupt? Und als ich da mal gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass es diesen Dr. Med Plate in Berlin gar nicht gibt. Und auch die Adresse ist falsch, weil die Neumannstraße existiert bei dieser Postleitzahl gar nicht. Das heißt, alles erstunken und erlogen. Ja, aber ganz normal. Weil stell dir schon mal vor, ihr seid Arzt. Ja? Und Ärzte werden einfach scheiße gut bezahlt. Wirklich, sehr, sehr gut. Glaubt ihr, irgendein Arzt auf der... In Deutschland. Gehen wir von Deutschland aus, nicht auf der Welt. Das wird zu viel verlangt. Aber irgendein Arzt in Deutschland, der ein richtig, richtig geiles Leben hat. Wirklich, ein geiles Leben. Der kann jeden Monat in Urlaub fliegen. Vom Geld her gesehen. Nur vom Geld her. Und so ein Ausweis, wenn er damit beteiligt ist, kriegt er vielleicht pro Ausweis, sagen wir mal, bei den Preisen 20-30% kriegt er ab. Das heißt, pro Monat vielleicht 3, 4, 5, gehen wir von 1.000 Euro aus. Ne? Einfach 1.000 Euro, runde Zahl. Der kriegt monatlich ein Arzt 3.000 bis 6.000 Euro, je nachdem, was es für ein Arzt ist. Ne? Und in welcher Region er arbeitet. Keine Arzt der Stars, sondern einfach ganz normaler Arzt. Der kriegt auch seine 3.000, 4.000 Euro. Glaubt ihr, jemand würde so ein geiles Leben mit 3.000, 4.000 Euro monatlich aufgeben und der wird wirklich alles aufgeben? Weil das ist das Geile bei Deutschland, wenn du als Arzt einmal Scheiße baust, verlierst du deine Lizenz. Du kannst nie wieder als Arzt irgendwo arbeiten. Außer, wenn du ins Ausland gehst, deine Lizenz fälscht und da weitermachst. Das wird gehen. Aber das ist geil in Deutschland, wenn du einmal Scheiße baust als Arzt, bist du gefickt. Und glaubt ihr wirklich, jemand wird so ein geiles Leben aufgeben, nur um sich ein bisschen zu bereichern? Ich glaube eher nicht. Ganz ehrlich. Also da sind alles, alle Namen gefälscht. Real Talk. Ich jede Wette ein. Die viel wichtigere Frage ist, kann ich mit diesem Impfausweis jetzt wirklich wieder rausgehen, ins Restaurant, einkaufen, ins Stadion, zum Festival und könnte damit bescheißen, ohne echten Test, ohne wirkliche Impfung? Und dann ist der Moment gekommen. Ich wollte mit meinem gefälschten Impfausweis in ein Restaurant gehen, habe extra noch meinen Namen, Adresse, Geburtsdatum, alles ausgefüllt und wollte das Ding vorzeigen. Aber um auch auf Nummer sicher zu gehen, werde ich mich natürlich jetzt nochmal vorher testen, damit ich auch niemanden in Gefahr bringe. Ziel des Ganzen ist, dass ich den gefälschten Impfausweis vorzeige, um zu schauen, ob es auffällt. Ich habe jetzt vorne meinen Namen und meine Adresse eingetragen, das heißt, das Ganze sieht authentisch aus und ich bin mal wirklich gespannt, ob ich damit durchkomme. Also ich würde sagen, ja. Zu 100% ja. Wir wollen wirklich gerne drin sein. Wir müssen auch fahren lassen, weil wir haben ein bisschen Problem mit Test. Achso. Oder geimpft. Geimpft. Welchen Zettel hast du geimpft? Ich war BioNTech. Ja, darf ich? Ich hab auch BioNTech. Ja. Oh, welchen Bezug? Beim Arzt. Pankow. Achso. Ja. Nicht Impfzentrum, aber... Darf ich gucken? Ich war auf die Bleche. Das ist ein Gelbe Neuer? Ist ein neuer Impfung. Und hast du die Familie früher nicht geimpft? Doch, schon geimpft, aber nicht aufgehoben. Jetzt mit 24 ausgezogen, Impfpass verschwunden. Wir sind heute 6.6. Ja, man hat ja hier 10.5. Hat recht. Ich komme gleich wieder. Also okay, er sieht es auf jeden Fall schon ein bisschen kritisch. Finde ich gut. Der Kellner hat insgesamt 3-mal auf den Impfausweis geschaut, weil das natürlich auch ein bisschen komisch aussieht, dass da nur eine einzige Impfung drin ist. Aber das ist kein Einzelfall. Viele haben ja keinen Impfausweis mehr aus der Kindheit. Haben den irgendwann mal verloren beim Umzug oder so. Und dann gibt es einen neuen und dann sind da erstmal nur 2 Stempel drin. Und so habe ich das auch verargumentiert und dementsprechend kann ich weiter hier drin sitzen. Aber der Impfausweis wurde schon kritisch beäugt, weil er auch mit BioNTech geimpft wurde und die Stempel und die Aufkleber vor allem kennt. Aber er hat mich natürlich nicht rausgeschmissen, weil er mir nicht nachweisen kann, dass das Ding nicht echt ist. Wie auch, er arbeitet im Restaurant und nicht im Impfzentrum. Aber später habe ich den Schwindel dann aufgeklärt. Wir haben uns eben testen lassen, beide, echt getestet, genau. Aber der Impfausweis ist falsch. Ich habe ganz bei gemeint. Ja. Ich hoffe hier. Ja. Ist anders. Ja. Die Papiere ist anders. Wenn du hast so, das stimmt irgendwo muss, warum hat sich angefangen von vorne? Ja. Warum von Mitte? Na nicht. Da haben wir einen Aufbau. Ich habe die gefragt, warum deine Alter hat sich früher nicht geimpft sein? Ja. Weißt du, aber manche haben ja, bekommen ja einen neuen, weil sie wirklich keinen alten haben. Ja. Ja, aber genau das habe ich ja auch gesagt. Warum sind die Einkleber und die Unterschriften das? Warum sind die in der Mitte und nicht ganz vorne? Das würde mich halt am ehesten stutzig machen. Ja. Von daher, aber der ist tatsächlich nicht echt. Ich wollte ihn einfach mal testen. Ja. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, ist ein bisschen anders bei mir. Ja. Die Bleche,
Aber anders. Wie viele kommen denn schon mit dem Impfausweis her? Viel oder weniger? Viel, weniger. Ich bin ja seit 20 Jahren, ich arbeite hier. Die Gäste, 80%, die haben geimpft. Was ist das Resümee des Ganzen? Klar kann man sich einen gefälschten Impfausweis kaufen und 3-4 Mal abziehen lassen. Ist aber keine langfristige Lösung. Eine langfristige Lösung gibt es nur mit einer Impfung. Und wenn man sich jetzt nicht sofort impfen lassen möchte, sondern erstmal 3-4 Monate beobachten möchte, ist das auch vollkommen okay. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber im Endeffekt wollen wir alle unser Leben zurück. Wir wollen in Restaurants, wir wollen in Bars, wir wollen in Clubs feiern gehen. Und das geht nun mal, wenn wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, denn nur gemeinsam können wir die Pandemie besiegen. Das war heute mal ein sehr informatives und ja auch ein bisschen kritisches Video. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Peace. Ja, auf jeden Fall, war ein geiles Video. Definitiv kann mal Like und Abo dalassen, dass der Junge sein Geld wiederkriegt. Ja, ganz ehrlich, wie er schon gesagt hat, lasst euch impfen, Leute. Ich habe mich auch jetzt angemeldet. Wie gesagt, bei mir der Hauptgrund wegen Fitnessstudio. Aber geimpft werden hat auch viele Vorteile. Sehr viele Vorteile. Vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit, dass du Covid kriegst, ist halt auch viel geringer. Aber ich bin halt so jemand, ich lasse lieber andere Leute Laborratte spielen als mich selbst. Deshalb habe ich halt so lange gewartet damit. Aber ja, Leute, lasst euch einfach impfen. Habt noch einen schönen Tag. Haut raus, bleibt geschmeidig. Vor allen Dingen bleibt gesund. Peace.